Und das merkt man auch hier, ich stehe wirklich Vollgas auf dem Pedal. Und da geht nicht viel. Also, warte mal. Müssen wir jetzt gerade ausfahren? Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Schauen jetzt mal. Ja, wir werden den mit Sicherheit aufmotzen. Also ein bisschen mehr Power wär schon gar nicht schlecht. Der kann schon was. Aber vielleicht schauen wir uns auch mal nach einem anderen LKW um. Was ist hier los? Die Feuerwehr am Start. Uiuiui. Ich glaube, ich muss geradeaus bleiben. Dann bleibe ich mal auf der Spur gerade. So. Let's go. Ja, wir halten uns links. Bin immer noch für Scania. Ja, wir können uns auch als nächstes auch einen Scania kaufen. Das ist gar kein Problem. Ich bin da überhaupt 0,0 markengebunden, Leute. Also mir ist das völlig Banane. Muss mir optisch gefallen. Das ist für mich die Prämisse tatsächlich. Ich weiß, das ist keine Prämisse für jemanden, der in Wirklichkeit LKW fährt. Aber, für mich ist es das, ja. Und ich finde das auch völlig in Ordnung. MAN wird hier vorgeschlagen. Wir können ja dann, wie gesagt, wenn wir soweit sind, das dauert ja noch ein bisschen. Hinter uns geht gerade die Sonne auf, oder beziehungsweise das Morgenrot. Wirft schon seinen wunderschönen Schimmer an den Himmel. Das wird toll. Jetzt gehen wir ganz rüber. Vielen lieben Dank für den lieben Raid! Crane Omsi TV, auch dir Dankeschön für deinen ganz, ganz lieben Raid. Herzlich willkommen, liebe Raiders! Und was habt ihr gemacht? Omsi vielleicht? Gespielt? Vermute ich? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall einen wunderschönen Stream. Das wäre ganz wunderschön. Und herzlich willkommen hier auf unserer Reise gen Süden. Wir sind auf dem Weg nach Spanien, Portugal und versuchen da so halbwegs vielleicht ein bisschen mal eine Strand-Session zu machen. Das ist unser Plan. Aber so wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. So, wir sind auf dem Weg da runter. Das ist ziemlich entspannt, weil wir sind gerade... Ich habe es nicht hier lesen können, weil ich gerade auf den Verkehr geachtet hatte. Mist. Aber es wird gerade Tag, das heißt, ihr habt die beste Zeit erwischt, um überhaupt hier anzulanden. Und wir sind gerade durch die Pitch-Black-Nacht durchgefahren. Aber es ist wirklich finster. Wir müssten auch relativ bald nach Spanien reindübeln, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht mehr weit ist. Steht hier oben. 16 Minuten irgendwas. Stau oder was? Haben wir Stau? Kann doch nicht sein. Fette Katze! Nabend! Andrea auch sagt erstmal, Viva España! Ja, genau. Faggy, das Trucker-Babe, na klar. Oh, oh, die bremsen. Komm, runter mit dem Gas. Nicht so schnell. Kein Plan, warum die jetzt gebremst haben, aber das ist meistens so, ne? So. Ja, bei der nächsten Pause muss ich auch mal wirklich was trinken. Da habt ihr recht. Fette Katze, da gebe ich dir voll und ganz recht. Bei der nächsten Pause muss ich ein Schlückchen trinken, weil das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Es wird Zeit. Bald. Schön wässrig bleiben, na klar. In Perpignan sind wir jetzt. Und scheppern hier mit Affenzahn an der Stadt vorbei.
Aber es wird wenigstens jetzt, wir fahren wenigstens in den Tag rein, das ist ja schon mal echt was. So, vorne kommt eine Mautstelle, Leute. Aber es wird schon hügelig, also sind wir von der spanischen Grenze nicht mehr wirklich weit entfernt. Das ist jetzt mit Sicherheit nur noch ein Katzensprung bis zur spanischen Grenze rüber. Oh, ey. Wenn ich bremse, greift... Ich muss das mit der Bremse echt umstellen, das ist super nervig. Weil das zieht mich komplett... Also das bremst so dermaßen stark, dass alles zu spät ist. 45 Euro haben wir bezahlt, leck. Also die Hälfte der Bremsstärke wäre okay, wäre angemessen. So würde ich es ungefähr zusammenfassen. Aber das ist ja nur eine Einstellungsfrage am Ende, ne? Ist gar kein Problem, das umzuändern. So. Also, Leute. So wie es ist, so ist es, ne? Pyrenäen voraus, genau. Es wird schon extremst hügelig jetzt. Wir schieben hier auch mit sanften 60 km/h den Berg hoch und werden langsamer. Wir werden viel langsamer, 55 km/h. Ich kann nicht schneller. Ich bin der Tempomat regelt gerade Vollgas. Aber es hält sich jetzt. 48 km/h, 47, 46, wir werden langsamer. Hast du alle Pro-Mods installiert? Ja, klar. Also, Pro-Mods halt. Langsam wird es erst, wenn die Oma mit dem Rollator dich rechts überholt. Ja, links, ne? Auf der Autobahn. Okay, da ist die Grenze. Da kommen wir nach Spanien rüber, Leute. Aber wir werden wieder schneller. So, hier ist die Brücke und da drüben ist Spanien, Leute. Wir sind schon in Spanien gleich angekommen. Dürfen wir überall 90 fahren. Das ist immer sehr angenehm. Aber es ist auch sehr schnell, wie wir gerade unterwegs sind. Wir fahren halt abwärts gerade und das merkst du halt ganz massiv. Ist die Registrierung kostenlos bei Promods oder kostet die was? Die Registrierung bei Promods kostet dich nichts. Das Runterladen, wenn du es über einen schnellen Server willst, 1,20 oder so für die aktuelle Version. Also wenn du einen schnellen Server brauchst, ansonsten musst du die Promods einzeln runterladen. Das musst du aber über den Download dann machen und du musst vorher die Dev-Datei runterladen. Das ist aber ziemlich gut auf der Seite erklärt, wie das geht. Und es gibt auch auf YouTube wahnsinnig coole Anleitungen, wie man Promods installiert. Es ist nicht schwer. Es ist wirklich nicht schwer. So. Ja, jetzt haben wir, ich glaube, wir haben die schlimmste Pyrenäen-Strecke jetzt hinter uns. Geht's hier runter. Mit der Tour kriegen wir 38.000, glaube ich. Wir haben jetzt so roundabout 3.000 fürs Tanken rausgegeben.
Also wenn wir dort sind, werden wir wahrscheinlich so die 3,5 fürs Tanken gezahlt haben. Ja, ist ein guter Gewinn. Ist eine gute Einnahme für uns. Weil sie so bergab geht, habe ich den Tempomat mal auf 85 gestellt, damit wir nicht so übersteuern. Weil es 90 erlaubt hier. Wäre wahrscheinlich kein Problem, aber ich fühle mich damit irgendwie wohler gerade. Weil ich kann jetzt schon wieder erhöhen. Jetzt ist sie ziemlich flach schon wieder. Also, wenn ich jetzt mal so sage, wir sind eigentlich jetzt eine gute Strecke gefahren. Also das ist jetzt eine schöne Tour gewesen, ne? Von Nürnberg aus gestartet, jetzt in Spanien gerade angekommen, bis Saragossa, das dürfte nicht allzu weit sein. Und von Saragossa aus suchen wir uns coole Ziele, möglichst Richtung Wasser. Irgendwo am Meer will ich rauskommen, das ist mein Ziel. Fährst du mit Lenkrad? Ja, Tinker, ich fahre mit Lenkrad. Ich hab das quasi genau hier, das Lenkrad. Deswegen kann ich auch mich hier auflehnen, ja. Aber mache ich nur Blödsinn mit. Das machen wir lieber nicht. Zum Glück war da gerade keiner, ich wäre voll reingeschäppert, ey. Ja, aber es ist mit Lenkrad sehr viel angenehmer zu fahren. Weil du halt sehr fein. Ihr seht ja, wie leichte Bewegungen ich am Lenkrad mache. Das ist sehr entspannt. Ist noch nicht ganz alles gut eingestellt. Ich habe, wie gesagt, 5 Minuten vorm Stream das Zeug hier aufgebaut. Und nochmal kurz die Einstellungen überprüft, mal 2-3 Meter Probe gefahren und das war's. Ja. So. Immer diese Spuren der Meinungsverschiedenheit mit der Katze. Ja, sie ist nicht so entspannt manchmal, ne? Also es ist manchmal schon eine ganz schöne Mistamsel, ja. Die Mietz. Also das tut am meisten weh. das tut am meisten weh. Aber ja, es ist schon fast wieder rum. Gemeine Hauskatze, ja. Der Katzendrachen. Stell sie mit der Katze an. Wir sagen, sie soll jetzt nicht da sitzen, wo sie denn sitzt, weil das echt nicht gut ist, wenn sie dann irgendwo da rumeiert. Ja. Und dann findet sie das nicht gut. Und dann geraten wir meinungstechnisch aneinander. Sie will sitzen, wo sie sitzen will. Und ich habe dir gar nichts zu sagen. Ja, als Belegschaft interessiert sie das nicht. Was das Personal tut. Ja, so ist das dann immer. Warte mal, muss ich hier abfahren? Ich glaube, ich muss hier abfahren, ne? Ich meine ja. Ich hoffe, ich muss hier abfahren. Shit! Ich muss hier nicht abfahren! Oh no! Okay, wir müssen einen kleinen Umweg fahren, Chat. Ich habe die falsche Abfahrt genommen. Das habe ich am Navi jetzt nicht richtig erkannt, weil wir hätten ja trotzdem einen Bogen fahren müssen, aber das war jetzt der falsche. Umwege erhöhen die Ortskenntnisse. Ja, das stimmt schon, aber das wäre jetzt nicht notwendig tatsächlich. Jetzt müssen wir hier irgendwo eine Schlaufe fahren, ne? Naja gut, wir kriegen auf jeden Fall Erkundung, ja. Barcelona!
Um Himmels Willen, wer ist denn auf die blöde Idee gekommen, nach Barcelona zu fahren? Das Ziel grob einkreisen. Bitte links halten. Die Straße war schöner als die andere, ja. Du willst mal nach Barcelona, ey. Ja gut, da gibt's auch noch was zum Entdecken und so. Ja, wäre auch cool gewesen, da nochmal reinzufahren, wenn wir jetzt eh schon daneben sind. Aber wir erkunden lieber Saragossa noch ein bisschen. Wenn wir dann eh dort sind. Das Schlimme ist, wir müssen eh die ganze Strecke wieder zurück. Ich glaube, da vorne ist dann unsere Ausfahrt. Ja, da vorne kommt unsere Ausfahrt. Kann ich hier links? Scheinbar, ne? Bitte links halten. Okay. Ja, Zeit ist gar kein Problem bei dem Auftrag. Wir haben extrem gut, wir sind extrem gut in der Zeit. Wir sind ja auch quasi schon fast da. Also wir sind wirklich fast da. Das ist nicht mehr weit. Jetzt natürlich müssen wir nochmal eine ganze Ecke zurück, aber was soll's, ne? Ah. Gib ihm! Bester Kumpel ist mal von seinem Maine Coon Kater gebissen worden und war 2 Wochen krankgeschrieben. Du, das kann vielleicht echt böse ausgehen, ne? Du kannst richtig Probleme kriegen von einem Katzenbiss. Das kann sich fies böse entzünden, sowas. Und dann musst du auch im blödsten Fall Antibiotika schlucken und so Zeugs, weil das sich dann richtig böse sein kann mit Blutvergiftung und allem drum und dran. Ne? Also das kann dumm ausgehen. Ja, wir haben so Desinfektionsspray, weißt du, und dann, wenn ich merke, das Blut läuft in Strömen in den Arm runter, dann sprühe ich nochmal kurz mit Desinfektionsmittel drüber. Dann wird das schon wieder. Links halten. Machen wir. Naja, guck mal, das war jetzt eine recht kurze Geschichte, um wieder zurückzukommen auf die... Da war ja dieses komische Dreieck, wo wir vorhin falsch gefahren sind. Und das ging ja jetzt recht schnell. Das komplette Programm ADR ist, glaube ich, das ist richtig, richtig fies dann. Da geht es ja aber auch entsprechend dreckig, also das ist dann auch begründet tatsächlich. Da kriegst du ein Fieber und voll, oh, das ist nicht so. Wir sind falsch gefahren. Ja, Chat, ihr hättet mich abhalten können von diesen Fehlern. Aber nachdem ihr es nicht getan habt, müsst ihr mit den Kopf hinhalten. Ja, wir sitzen alle im selben LKW. So. Da wollen wir nicht rausfahren, tatsächlich. Schlägt die Führerhaustür hinter sich zu. Schon wieder schiebt er die Schuld weiter. Ja, Leute, ihr wisst, wie es läuft, ja? Wir alle sitzen im selben LKW. Muss ich jetzt hier abfahren oder nicht? Nee, ich
Ich muss da vorne geradeaus. Ich kann hier ja gar nicht abfahren. Wir müssen mal bremsen ein bisschen. Ich kenne mich hier leider mit den Gepflogenheiten der Ureinwohner nicht aus. Warte mal kurz. Ich glaube, ich kann hier reinfahren. Okay, das war der Anfang der Mautstrecke. Let's go. Nicht mehr, ich bin raus aus dem LKW. Nix am Andrea, du bleibst jetzt da drin. Wir fahren ja immer noch. So gefährlich. Es wird aber kuschelig. Naja, wir sind ja gerade so zwischen 90 und 100 Leute. Das geht schon, da ist genug Platz drin. Ja, das wird ein bisschen enger, aber dafür müssen wir die Heizung nicht anschalten. Ich glaube, wir müssen ja dann auch wirklich runter, oder? Ja, das schaut aus, als müssten wir tatsächlich abbiegen. So. Kann ich ein Eis haben? Nix da. Warte, ich habe irgendwo eine Kühlbox. Ja, da muss noch ein Pudding drin sein. Elu. Schau, grabbel mal in der Kiste da drüben. Auf dem Beifahrer. Ja, da muss irgendwo noch ein Pudding drin sein. Ich muss aufs Klo. Wer hatte vorhin die Idee mit der Flasche gehabt? Ich bitte um Meldungen. So. Und niemand tritt mir in den Rücken. Ja. So. Der ist schon pelzig. Ach Quatsch, der ist auch gut. Da stand Mindesthaltbarkeitsdatum 1.1.98 drauf. Der muss noch gut sein. Ich dachte, das ist der Jahrgang. Oh, kein Wunderhübschen, guten Abend. Hi, wann sind wir da? Gleich, ganz bald. Der Joghurt hat Kultur. Ja, der ist gut. Der ist gut, ja. Für die Flora und Fauna des Magens dann. Ein blumiges Erlebnis. Lebende Kulturen. 1.1.98, dauert noch ein paar Jahre. Ich dachte mir auch, ne? Abführend, ja. Das räumt dich aus. Der Pudding räumt dich richtig rum. Ja. So, Leute, jetzt müssten wir aber wirklich bald da sein, oder? Da vorne müssen wir von der Autobahn runter und dann wird schon gewurschtel. Ganz links auf der Karte. Wird schon so ein richtiges Gewurschtel. Und das heißt, wir sind fast da. Wir müssen mal umdrehen. Ich habe meinen Kulturbeutel vergessen. Ugh, dann kaufst du dir einen neuen. Ist doch kein Problem, ja. Wenn wir dann am Strand sind, ja, dann kann Urke erstmal losziehen und sich noch ein Kulturbeutelchen besorgen, ja, damit die Zahnbürste auch aktuell ist. Und das schon. Na, da sind wir doch schon in Aragonien.
Ja, jetzt merkt man auch, dass die Landschaft ein bisschen arg anders ist gerade, hä? Das hat mit den Pyrenäen auch nichts mehr zu tun. Wow! Au, 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 au! Uff! Wuhu, Baby! Ui, 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 ui! hallo Floma, grüß dich! Muss mal ganz kurz den Tempomat wieder einstellen. Das war ein Stauende. Nix da. Ich habe das gar nicht gesehen, als ich mit 90 vorbeigesegelt bin. Ey, nur weil der hinter mir nicht anständig bremsen konnte, konnte ich da jetzt gar nichts dafür. Ich bin sauber ausgewichen, ja. Ich kann mit den Eisenrohren hinter mir eh nicht so gut bremsen, ja. Wäre ich nicht ausgewichen, wäre ich auch noch ein Unfallopfer geworden. Wir haben es alle kommen sehen. Ja, ihr lest ja auch, ihr habt auch mehr Zeit, um den Chat zu lesen. Hat jemand einen Clip gemacht? Nee, hier macht wieder keiner Clips. Das heißt, die ganzen Sachen existieren quasi nicht. Das heißt, ihr könnt mir gar nichts vorwerfen, weil es ist nie was passiert. Keine Beweisclips? Dann ist es nicht passiert. Oh, Black Bang. Man kann aus dem VOD heraus auch klippen. Ja, das muss aber erstmal einer machen. Aus dem VOD rausklippen, ja. Und dann auch noch im Discord posten. Und das Ding ist, beim letzten Mal, wo das schon gesagt wurde, ja, das hat jetzt wieder keiner geklippt, ja. Ihr kriegt mich nie, Chat. Ihr kriegt mich einfach nie. Euer Clipfinger sitzt nicht schnell genug. Ja, das ist, das wird so nix. Nicht so sicher sein. Das ist die Erfahrung der letzten Wochen und Monate, ja. Bei Markus bin ich mir allerdings wirklich nicht so sicher. Wenn er aufpasst, ist er wie ein Schießhund. Wo kann ich denn reinfahren jetzt hier? Keine Ahnung, hier, ich fahre mal hier rein. Alles. Zwerg für Twitch Clips Germany, ja, ja. Ihr könnt natürlich geniale Clips. Könnt ihr auch bei Twitch Clips Germany einreichen tatsächlich. Das geht. Ey, Markus, oder mal. Wer ist denn gerade von euch aktiv da und könnte einen Clip machen? Hat jemand gerade Luft und Zeit? Warte mal, ich muss doch vorne rechts. Ich muss noch nicht hier rechts. Jetzt müssen wir rechts. Genau, Elu, das ist nämlich der Grund, warum ich frage, ob jemand Zeit hat, gerade einen Clip zu machen. Weil ich muss Twitch Clips Germany die Erlaubnis erteilen, sonst dürfen die meinen Content nicht verwenden. Das ist so ein Problem dann. Weil dann könnt ihr einreichen, was ihr wollt, die dürfen es nicht verwenden, wenn sie nicht von mir die Erlaubnis haben. Oh, warte mal, hier muss ich mal langsam machen. So, dann auf jeden Fall. Wenn wir mal Musik schnell aus, weil das ist vielleicht angenehmer. So, meine Lieben, ich erlaube auf jeden Fall als Kanal ZwergTube und als
Zwerg selber, ja, erlaube ich Twitch Clips Germany, meinen Content zu verwenden. Und das ist in Ordnung für mich. Das finde ich fein. Let's go. Das ist ein Clip, meine Lieben. Ja, das ist ein Clip. So, Musik wieder an.